Seit 25 Jahren das gleiche Bild. Ralf Heine stimmt seine Mannschaft auf das bevorstehende Spiel ein. Zum Jubiläum des Trainers musste Leipzig Nordwest in der Bezirksliga beim Ortsnachbarn Spielvereinigung antreten. Vor dem Anpfiff empfing der 53-Jährige die Glückwünsche. Ein Vierteljahrhundert Trainer bei seinem Verein. Begonnen hatte alles am 1. Juli 1973. Die BSG Stahl Nordwest spielte damals in der Kreisklasse und hatte nicht einen Sponsor. Als ich den ersten Tag hier das Training absolvieren wurde, da hatte dieser Verein zwei Fußbälle. Das will man heute gar nicht mehr wahrhaben. Einer zum Trainieren und einer fürs Spiel. Und der wurde gehegt und gepflegt und mit nach Hause genommen, der Spielball. Der Trainer Neuling war in Fachkreisen ein geschätzter Mann als Torhüter. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gehörte Ralf Heine zu den besten Keepern der Republik. 4 Jahre lang hütete er in Halle das Oberligator des HFC und war zusammen mit Jürgen Kreu für Olympia 72 vorgesehen. Durch die Republikflucht seiner Schwester war das Ende der großen Hoffnungen. Freitagabend erhielt ich dann die Nachricht, Information, dass ich nicht mehr zum Kreis der ersten Männermannschaft gehöre. Und ab Montag wurde dann mir der Arbeitsplatz zugewiesen im Metallleichtbaukombinat Halle. Das war herrlich, als ich dann dort früh ankam beim damaligen Direktor Langhahn und er mir meinen Arbeitsplatz zeigte in der technischen Gütekontrolle als Meister der volkseigenen Industrie. Für die Oberliga gesperrt, Heine kehrte nach Leipzig zurück und hatte Glück. Die BSG Chemie war gerade abgestiegen. Sein Name wurde in Leipzig-Leut schnell zum Gütesiegel. Ralf Heine war nicht bloß ein Flieger, der konnte fliegen und hat dabei den Ball gehalten. Bauchspieß und Co. kehrten dank seiner Paraden sofort ins Oberhaus zurück. Heine erhielt eine Sondergenehmigung für ein Jahr. Zusammen mit dem damaligen Trainer Günter Busch erinnert er sich an die Saison 72-73. Beim 1:1 in Jena erhielt Heine in der FUVO die selten vergebene Höchstnote. Es war vielleicht das Beste, was ich von ihm gesehen habe. Es war vielleicht die Form seines Lebens damals. Und dann konnte er es nicht fortsetzen, weil er laufend Knüppel zwischen die Beine geworfen bekam. Heine wurde zum zweiten Mal aussortiert. Beim Zweitligisten Böhlen fand er eine neue sportliche Heimat. 1977 schaffte das Team mit Heine den Oberliga-Aufstieg. Tage später war für ihn wieder alles aus. Umso bitterer war dann, wo ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Ich durfte gar nicht mehr mit der Mannschaft mit trainieren. Jetzt widmete er sich voll und ganz der Tätigkeit als Spielertrainer bei Stahl Nordwest. Nach 3 Aufstiegen in Folge war man plötzlich zweitklassig. Dann nannte man uns auf einmal hier mit Anführungsstrichen den Scherznamen Kosmos Leipzig. Ne? Doch im Gegensatz zu Kosmos New York wurden die Spieler bei Nordwest nicht mit Millionen, sondern mit lukrativen Jobs geködert. Nach der Wende wurde aus der BSG Stahl der SV Uerzen. 1992 stand Heine zum letzten Mal im Tor mit 48. In Mürdis wurde ich zu klar verwechselt. Da kam ein älterer Herr hinter das Tor, ne, und hat gesagt, ärgere dich nicht, Heine, den hätte dein Vater auch nicht gehalten. Er hat gedacht, ich bin der Sohn. Wisst ihr, was er dann noch sagt? Dann sag mal schön Gruß, wir haben öfters mal ein Bier zusammen getrunken. Da bin ich dann an 16 Meter rangegangen und habe gesagt, nee, das geht doch nicht. Kurz darauf ging wirklich nichts mehr. Namensgeber Uerzen meldete Konkurs an. Nach dem Sieg im Bezirkspokal stand Heine wieder vor einem Scherbenhaufen. Mit Glück und Geschick verhinderte er das Aus für seinen Verein. Der Bezirksliga 5. hat heute 40 Sponsoren. Heine ist jedoch Realist. Ich glaube, in der jetzigen Zeit sollte man die Träumereien in der Schublade lassen. Ich wäre allerdings auch ein schlechter Trainer, wenn ich nicht den Ehrgeiz hätte, auch mal mit einer Mannschaft aufzusteigen. In 2-3 Jahren will Heine mit seinem Team in die Landesliga. Das wird nicht einfach. Linke Seite, Martin, geh doch mal mit! Mensch, im Schritt gehst du hier, geh mal mit! Doch Ralf Heine ist schon mit ganz anderen Schwierigkeiten fertig geworden.